Das läuft schon? Ja, ja. Bild läuft, Ton läuft. Da hinten kannst du die... Wir sind on air. Wir sprechen heute zu unseren Popcamp-Hörern, in unserer Zuschauern. Fantastischen Serie Recht leicht gemacht. Das ist heute Fortsetzung mit Teil 2. Ja, zwei. Teil 2. Ja, genau. So. Und jetzt wollen wir sprechen über den Musikverlag. Wunderbar. Wenn wir über Musikverlag sprechen, sprechen wir über die Vertragspartner Urheber und damit über euch als Komponistin und Textdichter. Welche Arten von Musikverlagsverträgen gibt es denn maßgeblich eigentlich? Im Wesentlichen unterscheiden wir zwei Verträge. Das eine ist der Titelvertrag, auch ein exklusiver Vertrag, und zum anderen den Autorenexklusivvertrag. Der Titelvertrag bezieht sich, wie der Name sagt, auf das einzelne Werk, den einzelnen Titel. Der Autorenexklusivvertrag bindet den Autoren über einen längeren Zeitraum an einen bestimmten Musikverlag. Wie lange dauert denn ein solcher Autorenexklusivvertrag? Der Autorenexklusivvertrag wird üblicherweise für ungefähr 2 Jahre plus Verlängerungsoptionen geschlossen, 2 Jahre oder 3 Jahre, sodass am Ende der Vertrag eine Dauer von 5 Jahren hat. Nach Ablauf von 5 Jahren hat der Autor ein gesetzliches Kündigungsrecht. Wenn ich Songs schreibe während dieser Dauer des Vertrags, dann gebe ich all diese Songs, all diese Werke, die ich geschrieben habe, in den Musikverlag, und zwar exklusiv zur Auswertung. Na? Genau. Und wenn dann der Vertrag vorbei ist, kriege ich dann meine ganzen Songs zurück oder was passiert denn dann damit? Darf ich die dann woanders hingeben? Die Rechte an den Songs muss man hier deutlich unterscheiden von der Exklusivität, die der Autor für die Dauer des Vertrags eingeht. Die Auswertungsdauer, die ist in aller Regel deutlich länger als die Exklusivbindung des Autors. Maximal 70 Jahre nach dem Tod des Autors, aber auch kürzere Übertragungsdauern sind möglich und verhandelbar. Warum ist es denn oder kann es sinnvoll sein, einen solchen Autorenexklusivvertrag abzuschließen? Oder andersrum gefragt, was tut denn so ein Musikverlag eigentlich für mich oder was sollte er tun? Der Musikverlag kümmert sich um Auswertungen für die Kompositionen, die ich ihm als Autor zur Verfügung stelle. Auswertungen können sein Vermittlung von Songs an Künstler. Auswertungen können aber eben zum Beispiel auch sein Vermittlung von Werbung oder von Vermittlung von Musikwerken zur Filmherstellung, für Soundtracks. Das sind typische Aufgaben eines Musikverlags. Was bekommt denn der Musikverlag eigentlich dann von mir, wenn meine Songs gespielt werden, ausgewertet werden? Der Musikverlag wird Mitinhaber der Rechte, die ihm vertraglich eingeräumt werden. Und der ist von daher dann zum einen an den Ausschüttungen der GEMA beteiligt. Da hat der Verleger einen selbstständigen Status und bekommt dann je nach Auswertungsform einen Anteil an den Urhebertantiemen, der im GEMA-Verteilungsplan vorgesehen ist. Und zum anderen bekommt der Verlag aber auch für Pauschalvergaben, die nicht über die GEMA erfolgen, einen Anteil an dem, was an Erlösen erzielt wird. Auch davon gehört, dass es auch Vorschüsse gibt. Will heißen, ne? wenn der Verlag großes Interesse hat, mit mir als Autor gemeinsam zu arbeiten, dass die dann noch sagen, hey, wenn du bei mir unterschreibst, dann bekommst du x Euro als Vorschuss. Ne? Wie verhält sich es denn damit? Gibt's das? Das gibt es grundsätzlich schon. Und das sind auch je nach dem Status des Urhebers oder nach seinen bisherigen Erfolgen oder nach dem, was der Musikverlag ihm zutraut, sind das häufig auch sehr hohe Beträge, die da bezahlt werden. Und es wird dann später mit den Einkünften, die er erzielt, sei es über die GEMA oder über Direktvergaben vom Verlag, wird das dann verrechnet. Deswegen also ein verrechenbarer Vorschuss. Wenn, was wir natürlich alle nicht hoffen,
aber gar keine Einnahmen mehr reinkommen, will heißen, die Songs, die ich geschrieben habe, doch nicht ganz so stark sind, wie ich es ursprünglich dachte, und der Verlag daraus auch nichts machen kann, was passiert denn dann? Muss ich dann das Geld zurückzahlen, was die mir als Vorschuss gegeben haben, oder wie geht das dann weiter? Der Vorschuss ist verrechenbar, aber nicht rückzahlbar. Das unterscheidet ihn von einem Darlehen, was ich bei der Bank aufnehme. Letzte Frage, die ich dazu noch habe oder die mir durch den Kopf geht, ist, was muss ich denn, also Vertragslaufzeit haben wir darüber gesprochen, irgendwie was bei 3 Jahren, ne, plus Option. Was muss ich denn während dieser Zeit machen? Schreiben ist klar, aber muss ich eine bestimmte Anzahl an Werken, an Songs da zur Verfügung stellen oder reicht es, wenn ich 2 in den 3 Jahren schreibe? Wie ist es denn damit? Genau, der Musikverlag oder der Verlagsvertrag wird in aller Regel vorsehen, dass eine bestimmte Anzahl von Titeln während der Dauer des Vertrags oder während der Dauer einer einzelnen Vertragsperiode abzuliefern ist, eine sogenannte Mindestablieferungsverpflichtung. Der Autor muss also eine bestimmte Anzahl von selbst komponierten Werken beim Verlag nicht nur einreichen, sondern diese Werke müssen auch veröffentlicht sein. Sonst werden sie auf diese Mindesteinbringungsverpflichtung nicht angerechnet. Ja, also ich glaube, ich habe es verstanden. So, sehr schön. Auf zu Folge 3 oder 4 oder was auch immer. Genau. In der nächsten Folge befassen wir uns dann mit dem Thema Managementverträge.